Alois, ich versteh da was nicht. Was ist denn, Irmi? Frag mich halt, ich sag das schon. Die Gschwendlingers. Heute Merkel und die Klimakinder. Ja, Herrschaftszeiten, was schreibe ich denn da jetzt rein? Dass die ja immer so ein Zeug zusammenfragen müssen. Irmi war am Verzweifeln. Mit ihrem Kreuzworträtsel in der Zeitung kam sie einfach nicht weiter. Die Hälfte des Rätsels hatte sie schon geschafft. Doch um weitermachen zu können, fehlte ihr ein Wort. Ein Wort, das vielleicht der Alois wissen könnte. So nahm sie ihre Zeitung mit dem halb ausgefüllten Kreuzworträtsel und ging damit zu ihrem Aloisi, der wie immer in seinem Zimmer vor dem Computer saß. Du Aloisi, ich komm mit meinem Kreuzworträtsel nicht weiter. Mir fehlt da ein Wort mit 13 Buchstaben. Die fragen da nach einem anderen Wort für Prinzipienlosigkeit. Wie viele Buchstaben hast denn schon, Irmi? Also, vorne habe ich schon Opa, aber mit 2 P. Und hinten hört's bei mir mit Mus auf. Gib mir doch mal dein Rätsel. Naja, nach Opern oder Operettenmus werden sie ja wohl doch nicht fragen da drin. Aber warte mal. Opa. Na da schau her. Das soll nicht Opa heißen, sondern Opor. Statt dem E kommt da ein O rein. Und jetzt schau mal. Jetzt darf da was nein passen, nämlich Opportunismus. Ui, das passt ja wirklich nein. Auf das Wort war ich aber jetzt noch lange nicht gekommen. Doch, Irmi, irgendwann schon. Du kennst das Wort nämlich. Nur du daderst jetzt an so einen Menschen, der keine Prinzipien hat. Also, der seine Meinung draht wie eine Fahne im Wind. Zu dem darfst du aber eher Windfahnderl-Song. Genau, aber sowas Einfaches darfst in deine Rätsel ja nicht reinschreiben. Du hast recht, Irmi, so einfach gangert's nicht. Aber mal was anderes. Kennst du so ein Windfahnderl? Nein, da fällt mir jetzt grad keins ein. Aber mir? Wer fällt dir denn da jetzt ein? Unsere Bundeskanzlerin, die Merkel, die war da so eine. Geh, die ist doch ganz nett. Also, ich find schon, dass das ein ziemliches Windfahnderl ist. Soll ich da mal was zwang? Hast wieder was im Internet gefunden? Ja, da schau mal her, sitzt die hier. Du kennst doch die Sache mit den Schulschwänzer. Die Kinder, die jetzt jeden Vormittag wegen dem Klima bei uns protestieren. Ja, die demonstrieren ja jetzt auf der ganzen Welt. Das gibt's doch den Friday for Future, aber da läuft die Merkel gleich nicht mit. Na, mitlaufen tut's da nicht. Aber zuerst hat die Merkel sich drüber aufgeregt, dass die Russen was mit den Protesten zum Tor haben. Warte mal, ich zeig das. Die hybride Kriegsführung seitens Russland ist täglich zu spüren in jedem der europäischen Länder. Und diese hybride Kriegsführung im Internet ist sehr schwer zu erkennen, weil sie plötzlich Bewegungen haben, von denen sie gedacht haben, dass sie nie auftreten, die immer ansetzen an einem Manko. Die einen protestieren, in Deutschland protestieren jetzt die Kinder für Klimaschutz. Das ist ein wirklich wichtiges Anliegen. Aber dass plötzlich alle deutschen Kinder nach Jahren ohne jede sozusagen äußeren Einfluss auf die Idee kommen, dass man diesen Protest machen muss, das kann man sich auch nicht vorstellen. Also Kampagnen können heute übers Internet viel leichter gemacht werden und so haben wir andere Kampagnen. Ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Ach, da schau her. Davor habe ich in der Zeitung ja überhaupt nichts gelesen. Wundert mich nicht, Irmi. Das hat die Merkel nämlich einfach so ohne Manuskript gesagt. Und zwar nach einer ganz offiziellen Rede, die sie aufgeschrieben haben, bei der Sicherheitskonferenz im Februar in München. Da hat die das einfach so rausgehaut. Und in der Zeitung findest du natürlich nichts drüber, weil die wie immer nicht so recht gewusst haben, ob sie es dafür loben oder kritisieren sollen. Also machen sie es bei der Zeitung wie allweil, sie schreiben lieber nichts drüber.
Aber im Internet haben's doch einige mitgekriegt und haben drüber geschrieben. Und weil du aber im Internet rumsaust, hast du es natürlich gefunden. Aber warum soll die wegen dem, was die da jetzt da gesagt hat, ein Windfanderl sei? Nicht wegen dem, was die da gesagt hat, sondern wegen dem, was sie dann noch 14 Tage später über die Schulschwänzer gesagt hat. Jetzt hat mir's der Merkel nämlich aufgeschrieben. Und schon war sie total anderer Meinung. Hör einmal hin. Wir können unsere Klimaschutzziele nur dann erreichen, wenn wir auch Rückhalt in der Gesellschaft haben. Und deshalb begrüße ich es sehr, dass junge Menschen, Schülerinnen und Schüler demonstrieren und uns sozusagen mahnen, schnell etwas für den Klimaschutz zu tun. Ich glaube, dass das eine sehr gute Initiative ist. Also, Irmi, jetzt hast du es gehört. Zuerst redst du so, um 14 Tage drauf ganz anders. Also, da hast du dein Windfahnderl oder dein Opportunistin. Tja, jetzt wo du mir das also gezeigt hast, glaube ich schon auch, dass die Merkel ein ziemliches Windfahnderl ist. Alles, dir kann ich ja sagen, aber die Frau ist mir schon immer ein wenig komisch vorgekommen. Dass die ein wenig komisch ist, das denke ich mir schon lang, Irmi. Da kannt ihn auch noch viel mehrere Sachen im Internet zwang. Aber du möchtest ja jetzt sicher dein Kreuzworträtsel fertig machen. Können wir ja später nochmal drüber reden. Mei, wenn ich die nicht hätte, Aloisi. Du, mag dann lieber Kass. Das waren die Gschwendlingers. Aufgenommen für bürgersicht.de. Musik Martin de Boer. Eingesprochen von Bernd Schubert.